liebe Grüße aus Lübeck. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Naturprodukt, nämlich Bambus-Silizium. Ich spreche mit Marlene Kuhnold und Marlene sagt jetzt kurz was über sich selbst. Das tue ich. Hallo, ich bin Marlene aus Hamburg. Ich bin Heilpraktikerin, befasse mich viel mit den Hintergründen von Vitalstoffen und ich bin auch Referentin, Journalistin und freue mich, heute hier zu sein und euch was über Silizium zu erzählen. Sachen, die die meisten Leute gar nicht wissen. Spannend, spannend. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns wieder Tolles an Informationen vermitteln wirst. Wir haben ja hier dieses wundervolle Bambus-Silizium. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist also ein weißes Pulver, was Marlene und ich schon seit einiger Zeit täglich zu uns nehmen. Wir werden euch auch gleich noch zeigen, wie man das genau anwendet. Doch jetzt erstmal, du wolltest erstmal was erzählen über Silizium im Allgemeinen, Genau, ne? Silizium ist ja ein Element, es ist ein mineralisches Element und es ist im Grunde das Element, was am häufigsten, nämlich über 85% in der Erdkruste vorkommt. Und Steine sind aus Silizium und das ist eben das, wo wir dann denken, wenn wir als Menschen auch eben auf der Erdkruste umherlaufen, dann müssten wir ja auch ganz viel Silizium eigentlich in uns haben. Dem ist aber nicht so. Und die Frage stellt sich dann ja, warum? Ne? Die Antwort ist ganz einfach. Wir können zwar Steine verschlucken, aber wir verdauen sie nicht. Ne? Und deshalb ist Silizium eigentlich grundsätzlich gerne ein Mangelelement. Das heißt, wir brauchen es. Es ist ein ganz wichtiges, essentielles. Das heißt, wir müssen es von außen zuführen. Es ist ein essentielles Element für uns. Aber ab dem 25. Lebensjahr bereits, ne, fängt der Körper schon an Silizium zu verarmen. Und das ist eigentlich ganz schade, weil es so wichtig ist. Es hat so viele Funktionen in uns, in unserem Körper, dass wir dem einfach mal etwas mehr Beachtung schenken sollten. Ja, deshalb informieren wir heute darüber. Und was macht denn Silizium im Körper? Warum ist es so wichtig für uns? Zunächst ist Silizium weder den Mineralien zugeordnet, noch den Spurenelementen. Es hat nämlich eine ganz besondere Rolle. Es sitzt praktisch zwischen diesen Feldern oben als Mutter aller Mineralien und Spurenelemente. Und das macht seine besondere Rolle aus. Das heißt nämlich, dass wenn zu wenig Silizium da ist, können alle Spurenelemente, alle Mineralien nicht optimal funktionieren. Das ist ganz interessant. Und Silizium im Körper ist bei allem, was uns stützt. Alles, was eine stützende Funktion hat, das braucht Silizium. Das ist das Knochengerüst, das ist die Haut, das sind die Zähne, das sind die Fingernägel, die Fußnägel, das sind Knorpel, das sind die Haare. Das ist sogar das Zytoskelett der Zelle. Ne? Jede Zelle hat ja ein Zytoskelett und auch das ist siliziumabhängig. Das mal so als allerwichtigste Funktion. Okay, das heißt jetzt, wenn wir Siliziummangel haben, ist es dann so, dass die anderen Vitamine und Mineralien schlechter aufgenommen werden vom Körper? Kann man Also das so von den sagen? Vitaminen wüsste ich das jetzt nicht zu sagen, aber die Mineralien werden schlechter eingebaut, weil die Grundstruktur nicht in Ordnung ist, ne? Und deshalb werden die anderen Mineralien und Spurenelemente nicht optimal verwertet. Und dafür ist das Silizium eben so wichtig. Ja, und wie kommt denn überhaupt Silizium in unseren Körper? Ja, das ist ganz interessant, weil es so viele unterschiedliche Siliziumformen gibt. Wir haben die mineralischen Formen, die sind, also es ist ein Mineral, es bleibt auch ein Mineral, auch wenn es pflanzlich gebunden wird. Es ist so, dass zum Beispiel in den Edelsteinen, das ist Silizium. Nun können wir aber keine Edelsteine essen zur Siliziumversorgung. Das hängt eben immer von dieser Bindung ab. Das Zeolit zum Beispiel, das besteht überwiegend aus Silizium. Das ist aber, wenn wir Zeolit zu uns nehmen, haben wir deshalb noch lange keine Siliziumversorgung, weil diese Oktaederstruktur in dem Zeolit,
Das ist so eine feste Bindung. Die zieht Gifte in diese Oktaederstruktur, ja, aber das Silizium löst sich nicht raus. Ne? Das können wir also nicht gut aufnehmen. Dann haben wir zum Beispiel, wird Silizium ja in der Technologie verwendet, ne? Als Halbleiter. Ne? Silizium-Chips, Silicon Valley, sage ich da mal. Wenn ich Silicon Valley sage, dann muss ich auch an Silikon denken. Und auch Silikon-Brustimplantate, ne? Das sind auch Siliziumverbindungen. Aber es sind auch Siliziumverbindungen, die nicht der Siliziumversorgung dienen. Und dann kann man zum Beispiel Kieselerde kaufen. Das ist ein ähnlich weißes Pulver wie der Bambusextrakt. Aber aus der Kieselerde nehmen wir auch nicht so besonders viel Silizium tatsächlich auf. Ne? Silizium ist ein mineralisches Element, dessen Aufnahme im Körper relativ schwierig ist. Ne? Deshalb kommt es auch so leicht zu Siliziummängeln. Und dann gibt es die Formen, also eine Kieselsäure, da ist das Silizium ist sauer gebunden, ne? Dann wird es schon ein bisschen verfügbarer für den Körper. Und sowas wie kolloidales Silizium, ne? Das wird fast 1:1 aufgenommen. Das ist ganz interessant. Aber auch wenn ein Silizium pflanzlich gebunden ist, ne? Also in einer Pflanze so weit verarbeitet ist, dass da eine Eiweißbindung dran ist an dem Silizium, dann können wir Menschen das gut aufnehmen. Mehr oder weniger gut. Ne? Das kommt wieder auf die Pflanzen an. Nehmen wir mal den Ackerschachtelhalm oder die Brennnessel. Die sind auch relativ siliziumreich. Trotzdem können wir es nicht besonders gut aufnehmen. Ah, interessant. Wohingegen das Silizium, was im Bambus gebunden ist, das können wir besser aufnehmen. Und das hat eben diese organische Bindung. Und es ist so, dass die Pflanzen im Grunde das Bindeglied für uns sind in der Ernährung zwischen dem Mineralienreich und eben dem, was wir aufnehmen können. Aus dem Mineralienreich können wir nicht alles so gut aufnehmen. Wenn aber die Pflanze zwischengeschaltet ist, dann wird es für uns verwertbarer. Und nehmen wir dann Silizium über die Ernährung auf? Wir nehmen durchaus Silizium über die Ernährung auf, aber meistens ist das eben zu wenig. Und wie gesagt, mit zunehmendem Alter, praktisch ab im Alter von 25, können wir es nicht mehr so gut aufnehmen. Und dann brauchen wir aber mehr. Weil wenn Silizium hat ja unter anderem auch in diesem Dreiergespann Silizium, Hyaluron und Kollagen eine ganz wichtige Speicherfunktion. Ne? Wenn die Haut glatt und so richtig prall ist, dann hängt das von der Wasserspeicherkapazität ab. Ne? Und das lässt ja mit zunehmendem Alter ein bisschen nach. Und das hat auch mit dem Silizium zu tun. Ne? Silizium ist in der Lage, Wasser im Körper zu speichern. Genauso wie Hyaluron das tut und wie die Kollagenfasern, die sind ja so, ne, das sind die auch eben so ein kollagenes Gerüst machen. Und in diesen Zwischenräumen, da ist Wasser drin. Und wenn da wasserbindende Substanzen ausreichend vorhanden sind, wie das Hyaluron oder das Silizium, dann ist das Kissen prall gefüllt. Also da profitieren wir auch sehr vom Silizium. Aber es kann noch viel mehr. Ne? Es ist auch wichtig fürs Immunsystem. Ne? Wenn Wunden schlecht heilen, wenn wir zu Infekten neigen, wenn chronische Entzündungen im Körper sind, dann hilft die Siliziumgabe, das zu verbessern. Das ist auch nicht so bekannt. Außerdem ist das Silizium sogar wichtig für die DNS, also für die DNA. Es bildet mit, baut mit die DNA. Haben, dann merken wir das an verschiedenen Sachen. Ja. Zum einen, das möchte ich noch nachschieben, Silizium verhindert auch einen Sauerstoffmangel im Gewebe. Ja. Und ein Sauerstoffmangel im Gewebe, der führt meistens zu Schmerzen, rheumatische Geschichten. So, ne, wenn es so überall ein bisschen weh tut, Rheuma, das sind alles,
da ist bei diesen ganzen Schmerzerkrankungen fehlt Sauerstoff im Gewebe. Und auch da kann das Silizium ganz prima helfen. Okay. Wenn wir zu wenig Silizium haben, dann merken wir das an den Haaren. Die Haare werden dünner, sie werden brüchiger, die Fingernägel sind brüchiger. Auch Haarausfall? Haarausfall spielt dabei auch eine Rolle. Die Haut ist trocken, welk. Wir bilden mehr Falten und Linien aus und wir werden infektanfälliger. Das Immunsystem kann nicht optimal arbeiten. Die Gelenke, die Knorpel zwischen den Gelenken oder in den Gelenken, die werden leichter abgetragen, was ja zu den bekannten Erkrankungen führt, so Arthrose und so weiter und so fort. Und was kann ich noch dazu sagen? Den Sauerstoffmangel im Gewebe, den hab ich erwähnt. Es sind so viele Dinge, die müde, wir fühlen uns müde. Ja, ja. Das ist auch mit einem Siliziummangel verbunden. Okay. Ja, und wir sprechen mal weiter. Wahrscheinlich fallen mir noch ein paar Sachen ein, während wir sprechen. Und in Bezug auf, du sagtest doch, dass in Bezug auf Schwermetallbelastung Silizium auch eine entscheidende Rolle spielt. Du sagst es. Die Verdauung, übrigens fällt mir jetzt ein, die Verdauung hängt auch, eine gesunde Verdauung hängt auch vom Silizium ab und eine gute Gehirnfunktion hängt auch von Silizium ab. Aber, und jetzt kommen wir dazu, Silizium ist ein direkter Gegenspieler von Aluminium. Aluminium, das wissen wir, dem sind wir in großen Mengen ausgesetzt in unserem täglichen und heutigen Leben. Und dadurch, dass wir so viel Aluminium, dass so viel Aluminium in den Körper kommt, brauchen wir Gegenspieler. Und wodurch kommt viel Aluminium in den Körper? Einmal natürlich über Medikamente zum Beispiel, Antacida für den Magen, denn Alufolie, das ist ein wichtiger Faktor, Aluminiumgeschirr ist auch ein Faktor, die Aluminium Kapseln bei den Kaffeemaschinen, ein ganz großer Faktor. Und was Impfungen auch ein ganz großer Faktor, wobei das Aluminium über die Impfungen direkt ins Gewebe eingespritzt wird, was dann eben diesen Sauerstoffmangel im Gewebe direkt und massiv auslöst, was zu generalisierten Schmerzzuständen führen kann und zu den Entzündungen im Gewebe. Das ist sehr oft dann auch mit dem Impfaluminium assoziiert. Und dann fällt natürlich eine ganze Menge Aluminium auch vom Himmel runter. Über Flugzeuge. Ganz genau, ganz genau. Und das ist das, was eigentlich derzeit so die stärkste Aluminiumbelastung für uns darstellt. Und dem sind wir relativ ohnmächtig ausgesetzt, weil was sollen wir dagegen unternehmen? Wir können nur dafür sorgen, dass in unserem Körper ein ausgewogenes Verhältnis herrscht, so dass Aluminium weniger eingelagert wird und mehr ausgeschieden wird. Und das schaffen wir mit einer guten Siliziumversorgung und das schaffen wir mit einer guten Magnesiumversorgung. Magnesium ist der zweite Gegenspieler oder Antagonist vom Aluminium. Ah, spannend. Und wenn wir genügend Silizium und Magnesium im Körper zur Verfügung haben, dann wird das nicht weggeboxt vom Aluminium an den Stellen, wo es hingehört. Und Aluminium schleicht sich dann da nicht an diese Bindungsstellen und ins Gehirn, wenn wir ausreichend Silizium und Magnesium zur Verfügung haben. Ganz wichtiger Punkt dabei. Ja. Deshalb ist es so, dass ich tatsächlich auch, ich bin ja so eine Freundin von so wichtigen Substanzen, die eigentlich wirklich jeder von uns haben sollte im heutigen Leben. Und Silizium ist eins davon. Ist eins davon. Und mit dem Bambus-Silizium haben wir ein pflanzlich gebundenes Silizium. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Bambus-Silizium? Also warum kann diese Form von Silizium so gut aufgenommen werden und warum nehmen wir jetzt gerade dieses Bambus-Silizium zu uns? Also zum einen, weil die Bambuspflanze unglaublich reich ist an Silizium und dieser Bambusextrakt, der hat also mehr als 70% Silizium und dieses Silizium ist
in einer pflanzlichen, in einer organischen Bindung. Ist also praktisch ein anorganischer Stoff, der mit einem organischen Stoff, nämlich einem Eiweiß, eine Bindung eingegangen ist und somit wird es für unseren Körper verfügbar, bioverfügbar, sagt man dazu. Und das Silizium im Bambus, das sind kleinere Moleküle, als das vielleicht in anderen Pflanzen sind. Und daher wird es tatsächlich ganz gut aufgenommen. Ah, okay. Ja. Ja, und wie viel würdest du empfehlen, soll man pro Tag nehmen von dem Also, Bambus-Silizium? ich mache es immer so, ich kann es ja mal vorführen, ne? Ich Gerne. nehme also wirklich so einen ganz guten, hoffentlich klappt das jetzt hier, ich nehme mal dieses Stäbchen zur Hilfe. Ich nehme also wirklich so einen guten Teelöffel, ja, und tue den ins Glas und tue mir da Darf ich dir Wasser noch ein bisschen dazu. Wasser Ja, sehr einschenken? gerne, Dankeschön. Ah, sieht toll aus. Ja. Das will ich jetzt auch haben. Ja, super, das habe ich schon bekommen. Ist genug für alle da. Sehr schön. So. Und wir sehen dabei, dass das so ein bisschen milchig wird und das ist auch, Können wir noch ein bisschen umrühren, ne? ja, braucht man gar nicht. Na komm, trotzdem. Also ich mache es immer so, ne, ich tue mir das in ein großes Glas. Ich habe immer so ein 1,5 Liter Glas bei mir am Computer stehen, wenn ich am Arbeiten bin. Und Prost! So leicht süßlich, ne? Es schmeckt leicht süßlich und es knirscht ein bisschen zwischen den Zähnen. Ich liebe dieses Knirschen zwischen den Zähnen. Es remineralisiert übrigens auch die Zähne. Das ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Und Schmeckt es, toll, ne? ja, ich mag das auch, ich liebe das. Und es setzt sich ja auch ab und man braucht es gar nicht weiter umzurühren. Ich fülle mir das Glas einfach immer wieder voll mit Wasser und wenn dann weniger drin ist, dann fange ich auch an, das so ein bisschen zu schwenken und dann ist es konzentrierter. Und so haben wir eben en passant beim Trinken, beim Genau. Wassertrinken, haben wir Bambus-Silizium, Ja, haben wir ja. Silizium, haben wir eine Siliziumversorgung und zwar über den ganzen Tag hinweg. Ja, über den Tag hinweg sind ja verschiedene Organe unterschiedlich aktiv. Und so versorgen wir einfach alle den ganzen Tag über mit Bambus, mit Das ist Silizium. toll, das ist richtig toll. Du Also, ich tust habe dir das hier, in die ja genau, pass Trinkflasche, auf, ne? ich habe hier eine tolle Trinkflasche aus unserem Shop, nämlich mit Glas. Da unten ist eine Lebensblume drin und mit nachhaltigem Kork ummantelt, sodass man die auch gut für unterwegs nehmen kann. Und ich mache dann einfach mal so ein bisschen, das mache ich halt immer, wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Wir können das hier nochmal so ein bisschen, macht dann auch eben möglichst viel rein. Es dauert halt so ein bisschen länger, wenn man es mit dem Holzlöffel macht. Kann es aber auch zum Beispiel hier mit so einem kleinen anderen Löffel machen. So, und dann mache ich also möglichst viel da rein. So, guck mal, ich kriege schon Übung. Ne? Und fülle das auf. Gucken, ob das hier klappt. Brauchen wir eine sichere Hand für. Da kriegt man Übung. Und Ja, natürlich und so hast du hier dann den ganzen Tag. energetisiertes, vitalisiertes Umkehrosmosewasser und schüttel das halt. Na, ich habe jetzt noch nicht so viel reingemacht wie sonst, weil ich wollte nicht, dass es so lange dauert. Und ja, und dann immer bevor ich trinke, schüttel ich ein bisschen und habe das halt die ganze Zeit bei mir. Ne? Das ist eigentlich Ja. auch toll. Also es ist wirklich sehr einfach, dieses Bambus-Silizium anzuwenden und es fällt fast gar nicht auf, ne, wenn man es einnimmt. Will heißen, man hat nicht immer, jetzt muss ich die Kapsel und jetzt muss ich die Kapsel. Ne, es läuft einfach nebenher und so ist es auch genau richtig, wenn wir wirklich den ganzen Tag eine Silizium-Versorgung haben. Und man kann es ja auch, könnte es jetzt auch in Smoothies machen Kann man oder, machen, ja. aber warum? Ne? Im Ja, Wasser okay. ist es am besten aufgehoben. Es gibt, ich weiß es gar nicht, es gibt irgendeine Gegend, ich meine in Japan sei das,
da ist das Trinkwasser unglaublich siliziumreich. Ja? Und die werden ganz alt und die sehen auch richtig toll aus, diese Leute, weil sie einfach eine richtig gute Siliziumversorgung haben. Das heißt Also also Bambus-Silizium gegen Falten. unbedingt, unbedingt, Ja, na ja. dann, Also also. ist innerlich ist das ein Muss. Ja? Aha. Wenn Ja. man strahlende, glatte, pralle Haut behalten möchte. Ja, und kann man es auch äußerlich anwenden, oder? Man kann Silizium auch äußerlich anwenden, aber warum? Ne? Das, man kann es mal Okay, anwenden, ne? muss Wenn aber man nicht zum sein, Beispiel, ne? muss nicht sein, ne? Wenn man, Okay. wenn man jetzt direkt Gelenkschmerzen hat, ne? Da kann man das als Umschlag, kann man das schon mal machen, ne? Aber so furchtbar viel wird über die Haut gar nicht Ah ja, aufgenommen. okay. Und Ja. so in dieser trockenen Form hätte es auch einen austrocknenden Effekt auf die Haut. Warum? Weil es eben Wasser speichern kann, Ach Wasser so, bindet. ach Ja? ja, okay. Insofern, also äußerliche Anwendung kann man mal machen, ist Ja. aber nicht, ist nicht optimal, finde Okay. Ja, ich bin schon ganz gespannt, dass ich. wir hoffentlich bald das Bambus-Silizium bei uns dann auch Ja, anbieten können. toll, toll. Es ist schon da, es muss nur noch abgefüllt werden und etikettiert werden und so weiter. Und ja, dann vielen, vielen Dank, Marlene. Darf ich noch Ne, ein ja, letztes sagen natürlich. zu Silizium? Man vermutet, dass Silizium ursprünglich den Anstoß zur Entwicklung des organischen Lebens gegeben hat auf der Welt. Und das ist ja auch vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Die ersten, das waren die Diatomeen, die Kieselalgen, und die hatten eben schon so einen kleinen Siliziumpanzer. Und so kam das organische Leben langsam in Schwung, ne? Und das Silizium war auch da die Mama. Ach ja, spannend. Ja, toll. Ja, vielen Dank, Marlene. Also, das ist wirklich eine tolle Sache, dieses Bambus-Silizium. Und habe einiges gelernt. Schön. Hoffe ich ja Und auch. ein ganz, ja, ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Das Bambus-Silizium findest du bei uns im Shop unter regenbogenkreis.de. Ich weiß noch nicht genau, wann das Video online steht, aber ich hoffe, es ist dann online, wenn wir auch das Produkt online haben. Na klar. Und ganz liebe Grüße aus Lübeck, aus dem herbstlichen, sonnigen, warmen Lübeck. Und danke fürs Zuschauen und ganz liebe Grüße. Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid gesund, werdet gesund und habt Spaß und genießt das Leben. Danke, tschüss. Tschüss.